Servus miteinander. Schön, dass ihr alle da seid. Wir beginnen jetzt langsam mit unserer Vorstellung, unserer Show. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Kommt zu uns, Vierer. Ein Riesenapplaus. Mike, the machine fucking head. Come on. Geh, Vierer. Ja, haben wir vergessen. Geh, Vierer. Vielen, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Maschines Late Night Show. Schön, dass ihr alle da seid. Du kannst dich wieder verpissen. Das war nur, du musst wieder weggehen. Du musst wieder weggehen, ehrlich. Ja, du musst wieder weggehen. Und ja, ich lasse dich hinten ausziehen. Das war übrigens bayerisch am Anfang dieser Show, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie es erkannt haben. Es war tatsächlich bayerisch. Ich werde diese Show natürlich nicht alleine bestreiten. Ich habe wie immer meine kongenialen Mitstreiter an meiner Seite. Als da wären ein riesengroßen Applaus für mein Showorchester und den Mann, der nichts richtig machen kann in dieser Show. Es wird einige Fehler geben. Es ist gut, dass er mich gar nicht versteht. Es ist natürlich niemand anderes als DJ Otti! Schön, dass er dabei ist. Ich habe diesen Herrn hier, dem ewig kalt ist, und deswegen hat er den Beruf des Comiczeichners gelernt. Er wird sein Talent hier im Ring gleich noch beweisen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einen großen Applaus für den Mann, der auf Wacken alles malt. Tim Eckhorst! Und nicht zu vergessen, einen Jungen, den ich gefunden habe auf den Straßen Rumäniens. Ich habe ihn aufgelesen und ich habe ihn großgezogen. Mein Schnapsbeauftragter Alex. Ohne ihn geht gar nichts. Und natürlich die drei Herren dort, die mich begleiten. Ich weiß nicht, seit Dekaden sind wir gemeinsam unterwegs. Wir sind ein eingespieltes Team. Hier stimmt alles, jeder Lichtstrahl, jeder Ton und jedes Bild. Meine Techniker am Ton Marco, am Licht Jonas und natürlich Steve am Videomonitor, um das mal so auszudrücken. Diese drei Herren sind für alles verantwortlich und ich sage Stimmung! Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich darf ja kein Konfetti machen. Und da diese Show zur Hälfte aus Konfetti besteht, wird das komisch, aber trotzdem bestimmt recht angenehm. Also nochmal Stimmung! Ich muss mich da auch selber erst dran gewöhnen. Ganz genau so ist es, meine sehr verehrten Damen und Herren, was haben wir heute vor? Wir haben natürlich verschiedene Rubriken für euch und für Sie vorbereitet. Wir haben illustre Gäste, die heute hier in diesen Ring steigen und interviewt werden, als da zum Beispiel wären der Rocker und der Weidler. Und natürlich Ugly Kid Joe. Bisschen später am Abend, die sind eben gerade noch am Spielen in der Bullet City auf der Headbanger Stage und werden den Weg dann hierher finden, so wie sie abgespielt haben. Und wir freuen uns, dass so viele Menschen dabei sind, um im Interview Ugly Kid Joe zu sehen. Natürlich mit mir, mit Maschine, denn wer liebt euch und wen liebt ihr? Geil. So, das war das fulminante Opening und ja, jetzt machen wir ganz normal weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren, nämlich mit Zeichenextase mit Tim. Jingle bitte. Was? Der ist nicht nur fett, der ist auch dumm. Ihr müsst viel trinken. Ihr müsst viel trinken. Sehr schönes Licht, mein lieber Jonas. Sehr schönes Licht. Das macht mir alles sehr, sehr viel leichter. Ihr seht es auf den Monitoren, diese wunderbaren Grafik von dem selbstverliebten Tim Eckhorst gezeichnet für seine eigene Rubrik Zeichnen, Comic-Ekstase mit Tim.
Und irgendjemand hier aus dem Publikum hat jetzt die Chance, sich von Tim Eckhorst während der Sendung zeichnen zu lassen. Sehe ich irgendjemand, der das möchte? Dieser junge Mann hier vorne, kommen Sie bitte zu uns auf die Bühne in den Ring. DJ Otti, Musik! Und wir schauen dir zu, das sieht echt scheiße aus, was du da machst. Einfach reinkommen. Danke, Otti. Otti hat unfassbar viel Gefühl, was die Länge eines Jingles anbelangt und vor allen Dingen auch, wie man es ein- und ausfadet. Alleine dafür hat DJ Otti einen Riesenapplaus verdient. Und ihr merkt ja, umso mehr Leute reinkommen, ja, umso besser wird der Sound. Danke, Marco! Und nimm den Hall raus. Naja, wir sind gespannt, was passiert. Sag uns deinen Namen. Björn. Das ist Björn, ein guter nordischer Name. Und ich habe für Tim Eckhorst zwei Aufgaben, während er Björn malt. Du musst etwas Nordisches hineinmalen in den Björn, etwas Nordisches. Und ich möchte, dass seine Telefonnummer versteckt in dem Bild auftaucht. Das sind meine Herausforderungen an dich. Ist das okay für dich, Tim? Ja. Ja. Tim Eckhorst, einer der emotionslosesten Menschen der Welt. Aber wir haben eine nächste Rubrik und in dieser Rubrik kommt der humorvollste Mensch der Welt zum Tragen. Und das ist der Mensch, der hinter mir sitzt. So dick wie er ist, so lustig ist er auch. Wir begrüßen DJ Otti mit seinem Musikerwitz. DJ Otti erzählt uns einen Musikerwitz, er hat sich extra welche ausgedacht. Sie waren bis jetzt in den beiden Shows, die wir schon im Landgasthof gemacht haben, voll kacke, also richtig scheiße und wir sind gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Deswegen haben wir ihm diesen Hut aufgesetzt, damit zumindest DJ Otti lustig aussieht. So, bitteschön. Danke, danke Maschine, danke. Okay, was macht man, wenn ein Gitarrist ins Wasser fällt? Was macht man, wenn ein Gitarrist ins Wasser fällt? Man wirft den Amp hinterher. Ha, ha, ha. Ich sag ja, ist einfach Kacke. Mach doch mal. Du kannst das einfach nicht. Aber egal, mach mal. Letzte Worte des E-Gitarrenspielers. Gib noch etwas mehr Saft drauf. Erzähl mal einen guten, Alter. Einen guten, einen guten, einen guten, Alter. Wie würdest du die Musik von Def Leppard beschreiben? Hört sich an wie Bon Jovi, nur mit einem Arm weniger. Pfui, pfui. Okay, war jeder dieser drei Witze scheiße? Jeder einzelne oder war einer gut davon? Der letzte halbwegs. Also ich bin der Meinung, dass wir das allererste Mal, damit das überhaupt erträglich ist, DJ Otti, unseren Schnapsbeauftragten in die Runde schmeißen und einen Jägermeister verteilen. Ja. Darf ich den Hut jetzt wieder absetzen? Ja, du bist fertig. Das war die Rubrik Musikerwitze mit Otti. Hat nicht funktioniert, Otti, aber wir werden es vielleicht morgen nochmal probieren, wer weiß es. Das Motto der Show übrigens am heutigen Abend, was in Wacken passiert, bleibt natürlich in Wacken. Und wie immer ist heute der Tag des Bieres, weil in Wacken jeder Tag der Tag des Bieres ist. Wir haben den Tag des verschlafenen Kopfes offiziell und natürlich auch den Welttag der Freundschaft. Alles das ist heute an diesem wunderbaren Mittwoch leicht verhallt und doch schön. Sage mal, Videotechniker, steht alles? Er versteht mich auch nicht. Ist alles in Ordnung, Steve? Oder ist nicht? Alles scheiße? Alles scheiße, deine Elli. So, wir verteilen jetzt erstmal ein paar Jägermeister und trinken den zusammen nicht,
ohne unser Motto zu wiederholen, und zwar immer wieder, bis ihr es auswendig könnt. Am Samstag, wenn ihr dann nochmal da seid, dann müsst ihr das auswendig können. Wer es nicht weiß, das steht auf diesem kleinen grünen Band um die Jägermeisterflasche herum. Ich bin mal gespannt. Es ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild. Weitmännisch, ja, sich's gehört, den Schöpfer im Geschöpf verehrt. Prost. Jedes Mal bekomme ich 50 Euro, wenn ich das aufsage. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik. DJ Otti, bitte das Jingle für die Nachrichten. Er ist wirklich, und das ist nicht gespielt oder so, er kann es einfach nicht. Das ist echt, das ist nicht, guck ihn dir an, er kann das gar nicht spielen. Er ist einfach langsam, es ist einfach so. Und du musst ab und zu mal... Die Nachrichten. Alles ist neu und viel, viel schöner auf dem Wacken-Festival. Das Moviefeld ist zum Biergarten gewandert. Schon mal schön. Die Biergärten sind größer. Man kann unsere heutigen Gäste, den Rocker und den Weidler, zum Beispiel auf der Biergarten-Stage bewundern. Schön groß ist die geworden. Und was wirklich ganz, ganz wichtig ist, falls ihr Fragen, Sorgen oder Nöte habt, stehen unsere Infopoints für euch bereit. Das ist wirklich eine wichtige Nachricht. 6 Stück gibt es davon, und zwar überall da, wo die Duschen sind. Ich finde das sehr schön, dass man das da hingebaut hat, wo die Duschen sind, weil da gibt es ja auch die meisten Fragen dazu, oder? Also finde ich schon. Was mache ich hier nur? Wir kommen zum Außenreport, meine sehr verehrten Damen und Herren, die man auf den Bildschirmen verfolgen kann. Sekunde. Sie sehen diese Rubrik jetzt eingeblendet. Die Außenreportage, Steve Farb. Hallo und herzlich willkommen aus dem Infield des Wacken Open Airs 2017. Hier wird noch ordentlich gerötelt, die Stimmung ist super. Platten werden verlegt, guck mal, er lacht, alles ist toll. Wie ist die Stimmung bei euch, Maschine? Maschine? Ich höre euch nicht. Hallo, könnt ihr mich hören? Hallo? Was? Du musst mal... Habt ihr Wasser laufen? Mach mal den Wasserhahn zu. Ich höre dich ganz schlecht. Ganz schlecht. Bist du noch im Badezimmer? Da ist so ein Echo. Hallo? Maschine? Hallo? Regie, könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Hallo? Das wird so nix, Maschine. Das wird nix. Was ist jetzt? Ist er weg? Ist er weg? Ich habe leider überhaupt nichts davon mitbekommen. Aber das war Tim, unser Außenreporter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eben gerade live für Sie unterwegs auf dem Wacken-Gelände. Und wir kommen zum Wetter. DJ Otti, ganz ehrlich, das war mal geil. Du hast echt mal was gerissen eben gerade, oder? Er war auf dem Punkt sozusagen. Finde ich schon ganz cool. Und wir haben das Wetter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Morgen ist es mal hell, dann dunkel, kalt, aber warm, kann regnen, doch bleibt trocken, Wahrscheinlichkeit 50-50, immer kommt es, wie es kommt, und Rain oder Shine, bla bla bla. Jetzt das echte Wetter mit Marie. Heute ist Mittwoch, das bedeutet, es geht so langsam los mit dem Wacken Open Air. Und jetzt gerade ist auch so richtig schön freundlich wettertechnisch. Das bleibt auch so bis Mittag, Nachmittag, und dann kommen einige Wolken. Es bleibt meist trocken, aber ein Schauer ist nicht ausgeschlossen. Wir freuen uns auf ein richtig tolles Wacken Open Air mit euch. Was ist denn das für ein Sound? Hör mal. Das muss Annihilator sein. Kann gar nicht anders sein. So, ja, danke an Marie für das Wetter. Und wir machen weiter mit unseren ersten Gästen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, obwohl Sie seit heute Morgen um 7 Uhr schon auf dem Gelände unterwegs sind. Obwohl Sie schon auf der Biergarten-Stage gespielt haben. Und obwohl Sie mit den Firefightern Ihr Programm durchgezogen haben am späten Nachmittag. Total betrunken. Und doch hier in unserer Late-Night-Show begrüßen Sie mit mir da Rocker und da Weidler.
zeichne, Tim. Ich denke immer, wenn ich das hier höre, was da hinten reinkommt, dann denke ich immer, DJ Otte hat die Musik nicht ausgemacht. Voll krass. Der Rocker und der Weidler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schönen guten Abend. Grüß Gott, Servus. Ja, es ist was los, Wacken? Irgendwie so verhaltene Stimmung hier. Ja, mein Gott, ich meine, es fehlt das Konfetti, ne? Da ist ja mal die Hälfte weg. Aber das macht nichts. Der Rocker und der Weidler sind hier und ihr seid ja schon jetzt seit heute früh auf dem Wacken unterwegs. Wo habt ihr überall schon gespielt heute? Ja, wir sind heute Morgen um 4 angekommen. Dann hatten wir 2 Stunden Schlaf. Dann ging es um 11 los auf der Wackinger Stage. War sehr geil. Und dann ging es weiter zur Probe mit den Firefighters. War überragend. Wir durften dann tatsächlich mit denen auf die Bühne und haben 2 Songs performt. Eure Songs auch? Ja, genau. Geh mal steil und feier. Geh mal steil und feier. Die beiden Songs sind übrigens auch auf der neuen Platte drauf. Genau. Die da so heißt, wie ihr heißt. Genau. Selbstbetitelt DRDW. Immer wenn man sich selbst lobt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ich das ja ab und zu tue, weil ich auch geil bin und die beiden auch, dann müsst ihr sagen, arrogante Sau. Also wenn er sagt, die heißt so die Scheibe, weil das halt eben so ist, dann müsst ihr sagen, arrogante Sau. Üben wir mal, sag das mal. Genau, und wenn ich zum Beispiel sage, die trauen sich nicht, dass er ein Zwerg ist und DJ Otti ist fett, dann müsst ihr zu mir natürlich sagen, perfekt, so handhaben wir das. Ja, sehr schön. Und ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid, obwohl ihr müsst doch total müde sein. Ja, aber das spielt ja hier keine Rolle. Das Bier macht das weg. In diesem Sinne können wir mal ganz kurz ein bayerisches Volkslied. Ja, jeder kennt dieses Lied und ihr kennt es auch. Habt ihr was zu trinken? Ja, was seid denn ihr für Festivalgänger, meine Damen und Herren? Hat denn jeder ein Bier in der Hand oder was sonstiges, Erfrischungsgetränk? Gut, dann machen wir Folgendes. Mein Kollege spielt Techno. Wie geil ist das denn? Düb, 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 düb. Ein Prosit, ein Prosit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Und 2, 3. Genau, geht doch. Super. Fantastisch. So viel aus Bayern mit einem Becks ein Prosit zu singen, ist eine Sensation. Eigentlich schon fast peinlich, möchte ich sagen. Ja, also... Schwierig, schwierig. Das ist schwierig. Das macht aber nichts, weil Hauptsache Bier. Jetzt kommt Bier. Eigentlich DJ Otti. Bier. Stichwort Bier. Er ist einfach nicht vorbereitet. Ne? Er ist ein Bier. Ja, naja, wie auch immer. Ich freue mich. Wie geht's weiter mit euch? Wo geht ihr hin nach Wacken? Ihr spielt ja jetzt die Tage nochmal. Ein paar Mal hier auf dem Festival. Und wie geht's weiter mit euch? Wir dürfen morgen nochmal mit den Firefighters ran. 17:45 Beer Garden Stage, freuen wir uns sehr. Und am Freitag haben wir unseren großen Auftritt auch auf der Beer Garden Stage und zwar zu einer Topzeit 21:45. Seid ihr dabei? Du. Alle. Und ihr seid ja nicht alleine, ne? Ihr habt ja Unterstützung dabei. Unser Drummer, ja. Ja, genau. Genau. Also aber es gibt auch noch richtig, ein bisschen Beat dazu. Da gehen wir richtig Gas. Da geh mal steil, würde ich sagen. Richtig. Okay, dann lass uns doch mal für alle, die noch nicht gehört haben, was ihr macht, einfach mal einen Song spielen. Da würde ich mich freuen. Soll ich dir dann die Gitarre mal geben? Oh ja, das wäre nett. Und der Otti hält mein Mikro. Bei diesem Song wird normalerweise Sirtaki getanzt. Können wir das mal kurz simulieren? Alle. Könnt ihr euch mal alle in den Arm nehmen, bitte? Alle. Ja, auch wenn ihr euch nicht lieb habt. Ja. Alle. Gut, auch ihr bitte. Alle in den Arm nehmen, alle in den Arm nehmen. Alle. Links, rechts.
links immer über Kreuz. Maschine macht's mal vor. Ja, alle. Jawohl, schau, so wie der Maschine das macht. Der hat es gelernt. In jahrelangen Workshops. Wir werden schneller. Und Otti macht auch mit. Steil. Immer steil. Immer steil. Immer in die Luft, komm mal Audi, das ist Kraft. Komm, wir feiern die ganze Nacht. Auf geht's. Immer steil. Immer steil. Immer in die Luft, komm mal Audi, das ist Kraft. Komm, wir feiern die ganze Nacht. Heute ist der Rock, auf den ich mich schon so lang fein. Zünd die auf in meine Spätzle, meine Freit. Wir starten in die Nacht, machen Feuer, bis es kracht. Wir feiern unser Leben, machen voll Rabatz. Das erste Bier schon von der Bader nebenan. Zwei Schachteln kippen und einen gescheiten Schnupftabak. Heute wird ordentlich radiert, die Festplatte formatiert. Heute leben wir das Leben und schön hier. Hey, immer steil. Wir sind die Könige der Nacht. Saufen euch zusammen und singen Schalalalala. Wir gehen zu Stein, wir springen auf, wir springen ab. Halt, druck mal das Gas, ein fahr mal Achterbahn. So jung im Leben kommen wir nie wieder zusammen. Und grad deswegen sind wir außer Rand und Band. Es gibt nichts Besseres wie was Gutes. Eine gute Zeit mit guten Freund. Wir gehen aus Träumen, aus dem Sonnenwiderschein. Hey, immer steil. Sensationell, Dankeschön. Super, Wahnsinn. Das war GEMA steil. Können wir das mal ganz kurz? GEMA steil. GEMA steil. GEMA in die Luft, Hammer Gaudi, das ist Kraft. Komm, wir feiern die ganze Nacht. Sehr schönes Motto für alle, die auf dem Wacken mal richtig steil gehen wollen. Maschine, wo bist du? Ich bin hinter euch und lausche euren zarten Stimmen und diesen wunderbaren Klängen. Komm bitte zu uns. Des Harmoniums. Ich fühle mich so allein hier. Okay, ich komme wieder. Ich dachte, ich überlasse euch die Bühne, weil ihr seid jetzt die Stars seid. Ja, und ja. Ich ja nicht. Willst du eigentlich was trinken, Weidler? Ja, bitte. Lieber Schnapsbeauftragter. Nee, Bier. Schnapsbeauftragter. Hast du Bier? Ein Bier bitte für den Künstler. Ich würde auch noch eins nehmen. Ja, dann zwei Bier. Schnapsbeauftragter. Zwei Bier für die Künstler. So, das ist wunderbar. Perfect. Der Rocker und der Weidler. Und sie durften ja nur deshalb kommen, weil sie gesagt haben, sie spielen zwei Lieder. Also müsst ihr noch ein Lied spielen, was ich auch ganz, ganz großartig finde. Was wollt ihr hören, liebe Leute? Eine Ballade. Er wollte eine Ballade hören von Slayer. Eine Ballade von Slayer, das könnt ihr? Ja, wir sind da sehr, sehr, sehr Slayer-balladenmäßig unterwegs. Nur nicht heute leider. Nur nicht heute leider. Heute haben wir keine drauf. Du sag
Da wird kurz beratschlagt. Wie gesagt, die Künstler sind schon betrunken. Sie hatten ja ihren ersten Gig heute um 11 Uhr auf der Biergarten Stage. Da kann man sich vorstellen, wie sich der Tag in die Länge gezogen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber professionell, wie diese beiden jungen Männer aus dem schönen Bayern sind, so werden sie es natürlich in die Reihe bekommen, noch ein Lied zu spielen, ohne umzufallen. Entschuldigung. Ein Metal-Klassiker, okay? Ein kleiner Metal-Klassiker. Ladies and Gentlemen, der Rocker und der Weidler. Großartige Gäste. Seid ihr jetzt durch oder dürfen die Leute Zugabe fordern? Weil für einen hätte ich noch Zeit. Hey, wollt ihr noch einen? Wollt ihr noch einen? Wenn ihr noch einen wollt, einen könntet ihr noch, wenn ihr möchtet. Was wünschst du dir? Ah, Whisky in the Jar haben wir heute schon gespielt, dreimal. Ja, und auch vier getrunken. Wir spielen etwas, was uns persönlich sehr wichtig ist. Wir haben hier ein sehr friedliches und schönes Festival. Und wir wünschen uns, dass es auf der ganzen Welt so ist, dass alle Menschen gemeinsam friedlich feiern können. Und egal welche Hautfarbe, egal wo sie herkommen, es sollte klar sein, Metalheads, alle Menschen dieser Welt, seid lieb zueinander, so wie Maschine und ich es sind. Deshalb folgender Song für euch. Und küsst euch bitte. Oh, wow.
heißt. Dein Ölgewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Schlägt dein Herz und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels steht ne Kuschelrock-LP. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Weil du Probleme hast, keinem interessieren, weil du Schiss vorm Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei. Deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Alle! Oh ja, Ladies and Gentlemen, der Rocker und der Weidler. Wir wollten eigentlich... Oh, das ist aber sehr schön, Flöri. Was denn für Gäste? Das weiß ich selbst. Der Rocker und der Weidler, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wie gesagt, ihr tretet auf am Samstag, am Freitag. Freitag, 21.45 Uhr. Beer Garden Stage, come on! Schönsten Dank. Herr Weidler, du musst noch bleiben. Wir wollten eigentlich ja den Schublattler noch machen, den lassen wir jetzt aber weg, denn wir haben Gäste da, die bestimmt ein bisschen müde sind und ich hoffe, ihr begrüßt sie mit einem tosenden Applaus und ich will vorher auch gar nichts anderes machen. Hier sind für euch Ugly Kid Joe! Oh ja, Ladies and Gentlemen, Ugly Kid Joe! So, ich gebe mir... you want something to drink? Maybe a new beer or something? We got Schnaps Beauftragten over there. This is Alex.
and he gives you what you want. Everybody satisfied? Want a Jägermeister maybe? No. No. All right. So, you just played right here in the Bullhead City. There is another mic over there behind you. Another mic. Another mic over there, yeah. Hey. Okay. So you just played in the Bullhead City, a circus on Headbanger stage. How was it? How was the crowd? How was Wacken for you? Fantastisch. Fantastisch. Du kannst Deutsch sprechen. Ja, ein bisschen, ja. Ah, das ist aber schön. Deswegen heißt du Klaus. Ja, genau. Ein bisschen deutscher Name. Das ist großartig. Nee, aber dann sag mal ganz im Ernst, wie war's? War's voll? Hat Spaß gemacht? War laut? Ja, super voll und super viel Spaß gemacht und wie sagt man, sehr viel Spaß. Die Energie vom Publikum war fantastisch, wie ich gesagt habe. Is it your first time on Wacken? Zweites Mal. 2013 waren wir hier. Did you just ask if it's the first time in Wacken? No, we were here in, I think we're here in 2013. Yeah. Okay, I know that. Right. I just asked because I don't know if the people know that. Oh, okay. Yeah, that's why. It's I know second, everything it's about you. It's our second you. Time in Wacken. Come on! I know everything about you. Yes. Believe me. Yes. You got a long, long tour of the last, I don't know, maybe 20 days. Yeah. And you've played in 20 cities before, and you have to play in 3 more. So how was the tour for you? Well, the tour started June 1st, and it ends on, I guess, what month is it right now? August? Is it July or August? What are we right August. Now? August. Oh, it ends August 6th. And without a doubt, I said this up on the mic. We just played that show. And let me just say this out loud. The crowd at Wacken is one of the better crowds in the whole fucking world. Fucking Wacken in the house. And I like the Bullhead City Circus. It's very close. And the stages are very good from sound. Do you think so? That the Bullhead City is perfect for playing, even if it's a small stage. Yeah, no, it was fantastic. That was the best crowd so far, for sure. Best crowd we've had. Sometimes bands have a problem to play on Wednesday, because Wednesday is the first day. Right. But I think Wednesday is the best day for playing, because the infield is closed and everything. There's nothing else than the Bullhead City and the small stages, so it's good. Yeah. Where are you going next from here? To Sweden. Sweden. Where are you going to play there? What? We don't really know much of anything. We know we go on a bus tonight for a nine-hour bus ride, and we end up in somewhere in Sweden, and we play that show, and then we'll be done. But once again, what a fantastic festival Wacken is. There's such great energy here, so much stuff to do. We're really happy. Thank you. You got a day off tomorrow. Are you staying here in Wacken, or do you have to leave? We leave on the bus probably, what? 4 or 5 hours, right? It's a long drive. Yeah. Langen mit dem Bus über Nacht fahren heute oder heute Nacht. Yeah. Okay. When tour is over, what are you doing then? Straight at home or going to the families or where? Ich gehe zu Hause. I'm going home to Santa Barbara, California. Yeah. And we don't know what he's doing. Yeah. You're going on holiday after that. I like Europe right now, so. I just lived in Australia for three months, and last year I lived in Verona, Italy for 3 months. I love Europe, basically, I don't really want to live in the United States right now, so I'm not quite sure where I'll go, but it'll be something beautiful, something that makes me feel alive, yeah. And you, what are you doing? I'm producing a record September 1st. Ah, all right. Cool, so that's you're doing that's it together. My real job, producer. Really? You really need a real job. Yeah, you know the records I've done? Oh, you know the records I've done? No. No. So, I did Slipknot in 2008, All Hope Is Gone. The first two Evanescence records I produced. How's that beer? That's cool. Did you hear that? Did you understand that? No. The sound is awful. Hi, Mom.
Hi, Mom. You know, it's only his fault. It's Marco on the sound. Yeah, it's only his fault. Check, 1, 2. He's so bad, you know, he's such a bad technician, really. Like everyone here. Our painter is bad. This is Tim. Tim Eckhorst. He's painting all the Wacken draws. And he's always painting in a show one of the guests. Yeah, but he's bad. This is Alex over there sitting on the fridge. He's bad. DJ Otti, very bad. Do you know this instrument over there? It's from South Germany, from Bavaria. Do you know that? Yeah. Harmonia. That's awesome. This is the Weitler, Der Weitler. And he has prepared a song. I hope that you can hear it still. Maybe, maybe not. We will be surprised. The Weitler has... I'm very nervous. Very nervous. Yeah. And he has practiced, I don't know, for about 2 weeks or something to play this song for you. And the best thing for him would be if you can sing along. Yes? If you wouldn't do it... Das ist gut. Das ist gut. That would be great. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Weltpremiere. Der Weitler und Ugly Kid Joe. Wir versuchen's. Ladies and gentlemen, thank you very, very, very much. Metal! You can sing. Sorry. Thank you for doing that, and thank you for joining us in our beautiful little improved late night show, Machinist Late Night Show. It's my show. Thank you for joining me. Thank you for joining us. Ladies and gentlemen, we want to leave them alone. They got a long day. Ugly Kid Joe! DJ Otti is not able to play the right jingle in the right time. I hate him. Ah, thank you. It's your music to leave. How he looks at me, oh. How he looks at me. Can't believe it. You want to stay? You can stay. If you want to. You can leave or stay. What do you want? Wir sind ja unter Zeitdruck in unserer Late Night Show und deswegen müssen wir selbst Weltstars einfach abwürgen, damit wir weitermachen können. Wir haben ja nur eine Stunde und diese Stunde ist eigentlich sogar schon fast rum. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass so viele tolle Gäste da waren. Wir haben jetzt natürlich noch eine Jägermeisterrunde.
damit wir den Jägermeisterspruch noch mal so richtig lernen und raushauen können. Und ich habe noch eine Rubrik für euch, die absolut beschissen kommen wird, weil es einfach sehr, sehr laut hier ist. Aber das macht nichts, denn es ist eine schöne Rubrik und ich freue mich, euch diese Rubrik als letzte am heutigen Abend in der ersten Late-Night-Show mit mir, mit Maschine, präsentieren zu können. Wir sind sehr gespannt, ob es klappt, aber ich denke ja. Und zwar ist das die Rubrik Otti, bitte den Jingle aus dem Handbuch für die gute Ehefrau. Jetzt habe ich gerade diese Musik mit der Musik, die hier ins Zelt schallt, verwechselt. Also, aus dem Handbuch für die gute Ehefrau. Verwöhne ihn. Seien Sie fröhlich, machen Sie sich interessant für ihn. Er braucht vielleicht ein wenig Aufmunterung nach einem ermüdenden Tag und es gehört zu Ihren Pflichten, dafür zu sorgen. Seien Sie glücklich, ihn zu sehen. Opfern Sie sich auf, er ist der Chef. Begrüßen Sie ihn mit einem warmen Lächeln und zeigen Sie ihm, wie aufrichtig Sie sich wünschen, ihm eine Freude zu bereiten. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Beklagen Sie sich nicht, wenn er spät heimkommt oder selbst, wenn er die ganze Nacht ausbleibt. Nehmen Sie dies als kleineres Übel, verglichen mit dem, was er vermutlich tagsüber durchgemacht hat. Ist doch schön, oder? Das waren die Tipps aus dem Handbuch für die gute Ehefrau aus dem Jahre 1955. Eine amerikanische Ausgabe im Übrigen. Und es war die Wahrheit, das hab nicht ich mir ausgedacht, sondern es stand tatsächlich geschrieben gar nicht lange her. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn Tim Eckhorst noch nicht so richtig ganz fertig ist, habe ich eben die Nachricht bekommen über meinen Ohrstöpsel, dass die Stunde vorbei ist in Maschines Late Night Show. Das hat Tim bis jetzt gezeichnet. Ein Applaus für Tim Eckhorst, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber er zeichnet es natürlich noch zu Ende, Björn. Und ich bin gespannt, ob du alles eingebaut hast. Die Hörner sind drin, Telefonnummer sehe ich noch nicht. Aber vielleicht kommt die ja noch. Da ist die Telefonnummer drauf. Da kommt die hin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich, dass ihr alle da wart und dass ihr dabei wart bei der ersten Ausgabe von Maschines Late Night Show mit sehr viel Hintergrundmusik. Ich bedanke mich bei meinen Technikern, die fantastisch gearbeitet haben. Ihr werdet weiter bei mir bleiben. Am Ton Marco. Am Licht Stimmung Jonas. Und Steve an der Videotechnik. Vielen, vielen Dank. Natürlich mit dabei, mein Schnapsbeauftragter, Awesome O. Hast du den Jägermeister verteilt? Schön. Unser Gast Björn, natürlich. Und der Mann, der heute noch weniger auf die Kette gekriegt hat, als er es sonst tut, mein Showorchester, DJ Otti. Wir bedanken uns beim Welcome to the Jungle Zelt, dass wir zu Gast sein durften und sagen zum letzten Mal, wo ist mein Jägermeister? Wo ist mein Jägermeister? Wo ist mein Jägermeister? Und sagen zum letzten Mal das, was wir heute Abend sehr, sehr gerne gesagt haben, nämlich, es ist... Kennt ihr das alle noch gar nicht? Seid ihr alle neue Leute? Es ist des Jägers Ehrenschild, das er beschützt und hegt sein Wild, weit männisch jagt, wie sich's gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt. Ich hoffe, ihr lernt diesen Spruch irgendwann mal auswendig. Prost! Ich dachte, du hast Jägermeister verteilt, Awesome O. Hat er wieder nicht genug. Na, das macht aber nichts. Wir sehen uns morgen wieder, ebenfalls um 21 Uhr. Meine Gäste morgen, Beyond the Black und Holger Hübner, unser Chef von allem hier, der Rede und Antwort stehen wird zu allem Fragen, was Wacken und die sämtlichen Spin-Offs anbelangt. Also morgen Beyond the Black, auch mit einer kleinen Live-Performance hier auf der Bühne und natürlich Holger Hübner. Jetzt aber Abschlussmusik. Nee, Abschlussmusik. Showmusik. Dann mach doch irgendwas. DJ Otti kann nichts. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war mir ein Vergnügen. Mein Name ist Maschine. Wer liebt euch und wen liebt ihr? Sehr schön. Bis morgen. Ansonsten viel Spaß auf dem Wacken-Festival. Wir verneigen uns in Ehrfurcht.
vor solch einem fantastischen Publikum. Vielen, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bis später in der Bullet City. Wenn ihr euch beeilt, bekommt ihr noch den Rest von Annihilator mit.